Dann sieht man dich aber nur so semi, hm? Aber wir schaffen das schon. Packen jetzt 100 Adventskalender aus. Ist das für dich? Ho, 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 ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich Santa Sammy mit am Start, denn wir werden einen 100-Adventskalender auspacken. Ihr seht hier hinter mir den Tales and Tales Adventskalender. Da bin ich mal auf frohe Weihnachten gespannt und Sammy natürlich auch. Und wenn du Bock drauf hast, mit uns zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Der kostet 119,99 € und soll einen Warenwert von über 150 Euro beinhalten, sodass wir kein mega krasses Preis-Leistungs-Verhältnis haben. Ich bin mal gespannt, was uns hier drin erwarten wird. Und ja, ich würde sagen, wir stellen ihn in den Hintergrund und Sammy darf selbstverständlich auch ein ganz kleines bisschen probieren. Okay, am 1. Dezember haben wir Rama Lama Ding Dong, Lamm, Kürbis und rote Beete hier drin enthalten mit 200 Gramm. Das ist jetzt nicht unbedingt etwas, was Sammy jetzt direkt snacken kann. Das ist mehr so ein Nassfutter, was er dann abends bekommt. Wird er wahrscheinlich morgen Abend mal bekommen. Ein Alleinfuttermittel für ausgewachsene Hunde, das ist Sammy definitiv. Der wird dieses Jahr 10 Jahre alt. Und ansonsten, ja, der kommt aus dem Tierschutz, ne, wen das interessiert. Hunderasse, Straße rauf, Straße runter, da kann man nicht viel zu sagen. Und ja, ne, ich habe ein Buch geschrieben über Sammy, Sammy endlich ankommen. Schaut gerne im Pelletier Verlag vorbei, wenn euch das interessiert. Und ja, das ist auf jeden Fall die Nummer 1. So nämlich, am 2. Dezember haben wir jetzt auch was drin enthalten, was Sammy dann direkt mal ausprobieren kann. Huch, der hüpft mir hier gleich hoch, ich sag's euch. Lachs doch mal mit Dorsch und Lachs. Und das ist einmal hier 70 Gramm in dieser Tüte. Und das kennt ihr auch. Das werden wir jetzt mal probieren. Das kann man hier oben einmal ziehen. Die sind ein bisschen härter. Also halt so wirklich kleine Trainingssnacks, ne? Hast du auch nicht mit gerechnet, dass du jetzt hier noch Leckerlis bekommst. So schaut das Ganze einmal aus. Und ja, kann man definitiv machen. Ist auf jeden Fall ein schönes Leckerli, ne, Sammy? Was meinst du? Der versteckt sich jetzt ein bisschen unterm Tisch hier. Und ich habe wirklich keine ruhige Ecke hier gefunden, wo ich auf dem Boden filmen könnte mit Sammy, weil hier steht alles voll. Ne? Es ist Adventskalenderzeit, das ist leider so. Ansonsten hätte ich nämlich gerne mit ihm auf dem Boden gedreht, aber jetzt machen wir das so. Also die Kläppchen sind so dermaßen fest zu, das ist echt der Wahnsinn. Ist auch dicke Pappe und du hast hier auch ganz viel die Möglichkeit, was nachzulesen oder einen QR-Code zu scannen oder so. Selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3. Let me entertain you. Ente, Kürbis, Apfel und Leinöl haben wir hier drin mit 200 Gramm. Auch das dürfte dann ein Nassfutter sein. Ich glaube, darüber freut Sammy sich, ne? Mal gucken, ob das jetzt immer so im Wechsel ist, Nassfutter und Leckerlis, ne? Endlich mal ein Adventskalender für dich, kleiner Mann, ha? Hier haben wir die Nummer 4. Sprungbrett, Gelenke und Knochen. Oh, das ist aber sehr abgefahren. Lammfleisch, MSM, Kollagen und so weiter und so fort. Was ist das? Ein Snack pro Tag. Ne, du bist ein bisschen schwerer. Du kannst 2 Snacks pro Tag haben. 80 Gramm sind hier drin enthalten. Das ist so eine Dose. Ja, wenn das gut für die Gelenke sein soll, Sammy, ne? Dann gib ihm. Magst du das denn? Es wird zaghaft genommen, drauf rumgekaut. Okay, ich glaube, so verkehrt ist es nicht. Das sind auf jeden Fall so Bällchen. So schaut das einmal aus. Scheint auch ein bisschen mehr zu kauen zu sein, ne? Aber er mag es. Ach, den zweiten hast du eingeatmet. Ja, du bist mir ein Räuber. Am 5. Dezember haben wir Lambazamba. Ja, Lamm und extra Gemüse, Kochbanane und Kürbis hier drin. Das sind dann auch wohl wieder Snacks. Aber Sammy darf heute alles probieren, ne? 100 Gramm sind hier drin enthalten. Dann ist hier noch so ein bisschen was zum Lesen, wenn man möchte. Kochbanane und Kürbis ist auch mal ziemlich abgefahren, Sammy. Hm? Das sind so kleine Dröppchen. Die sind ein bisschen weicher. Aber interessant, dass du das frisst. Das ist wirklich gerade sehr interessant, muss ich sagen. So schauen die aus, ne? Ja, und da sind 100 Gramm von insgesamt enthalten. Eine Tüte gleich eine Spende für Tierschutzprojekte. Oh, das finde ich ja charmant. So, Sammy, Nikolaus darf jetzt aber wirklich was Besonderes sein, weil das ist Nikolaus. Nikolaus ist ein ganz besonderer Tag. Okay, hier haben wir ein Handtuch drin. Da kann man irgendwie auch hier so seine Hände reinmachen und dann den Hund entsprechend trocknen. Ja, ich glaube, das ist so ein Mikrofasergedönsen, was einfach hilft, dass einfach, ja, der Hund dann schneller trocken wird, würde bei weitem nicht für Sammy reichen. Ah, und du hast ja auch immer wieder so Überraschungen drin. Wahrscheinlich sind das dann irgendwelche Rabattaktionen oder so. Ja, aber die kommen natürlich nicht irgendwie in den Wert mit rein, finde ich. Am 7. Dezember haben wir hier noch ganz Fisch im Kopf. Fisch und extra Gemüse mit Pastinake. Ich glaube, das hatten wir auch schon mal in der Hundebox drin. 100 Gramm sind hier drin enthalten. Und das sind dann auch wieder so Trainingssnacks. Also bislang von den Snacks gefällt Sammy alles.
Das ist jetzt hier ein bisschen kleiner und härter. Ist aber egal, die werden trotzdem gerne gegessen. Das sind so kleine Dreiecke, also wirklich sehr, sehr klein. Ne? Bislang hätte ich jetzt auch wirklich gesagt, dass dieser Adventskalender, glaube ich, eher für kleine Hunde ausgerichtet ist. Und jetzt nicht für Sammys Größe, der ist ja eher so Schäferhundmäßig. Der sitzt unter meinem Schreibtisch, ne? Da fühlt er sich sehr wohl. Und ich glaube, am besten hätten wir das Video unter meinem Tisch hier drehen können, Sammy. Hm? Frauchen und Sammy unterm Tisch. Die Nummer 8, die muss jetzt machen, dass es kracht. Das ist nicht nur, weil sich das so wundervoll reimt, sondern weil das auch Sammys Geburtstag ist. Da wird der junge Mann 10 Jahre alt. Ach, guck mal, da ist sogar was Besonderes drin. Eine Futtertube. Ja, das ist eine Tube für Feinschlecker, steht hier drauf. Was ist das? Die Trainingstube für deinen Hund. Die Tube eignet sich wunderbar zum Befüllen mit verschiedenen Leckereien. Und es ist eine echte Jackpot-Belohnung für deinen Hund. Sehen wir das auch so, Sammy? Ah, ja, da kannst du halt so wirklich dann irgendwie auch so, ja, wie soll ich das sagen? Das ist halt hier unten so gummiert, ne? So zum Squishen. Und hier oben kommt das halt so ein bisschen raus wie aus einer Mayo. Genau, also da hat man halt so eine Öffnung und dann macht man da irgendwie eine Paste rein. Leberwurst zum Beispiel. Und dann kann man das so halt machen. Doch, das ist ein schönes Tool. Aber Sammy hat da nichts zum Essen. Das ist natürlich schade, ne? Oh, in der Nummer 9 dürfen wir uns über ohne Flachs mit Lachs leckerste Lachspaté freuen. Ja, das ist natürlich ein kleiner Jackpot, ne? Das ist einmal hier. Finde ich schön. Das ist halt auch so eine Art Nassfutter. Würde ich dann auch wirklich dann ihm abends geben oder so. 100% Lachs sind hier drin enthalten. Eine Tüte gleich eine Spende. Also das macht Tails & Tails wirklich klasse. Das muss man wirklich sagen. Die setzen sich auch wirklich sehr, sehr schön für Tierschutzorganisationen ein. Und da sind 100 Gramm drin enthalten und theoretisch dürftest du mehr davon essen. Du dürftest 350 bis 550 Gramm davon essen. Ich muss euch das mal eben kurz filmen, wie der hier unterm Tisch sitzt, Leute. Der sitzt da und guckt die ganze Zeit mich an und guckt den Adventskalender an. Also eigentlich müsste ich wirklich so eine Art Hunde-Livestream hier mit einbauen, aber ja, ich weiß auch nicht. Und jetzt guckt der, Fräuchen, ich möchte jetzt direkt bitte mehr. Danke. Das ist so ein süßer Hund. Oh, ja. Okay, also, wir haben hier in der Nummer 10, ist das Nummer 10? Ja. Da darf es mit, hier ist Ente gut, alles gut, Ente und Gemüse weitergehen mit Süßkartoffeln und Kürbis. Genau, auch hier haben wir wieder so eine Verpackung, wo dann auch irgendwie wieder was dran ist. Da kannst du irgendwie noch Menschen kennenlernen und so. 100 Gramm sind hier drin enthalten. Sammy, dass du heute keinen Bauchweh bekommst, ne? Kriegt er nicht. Der hat, was das angeht, echt einen guten Magen. Am liebsten ganz viele Leckerlis den ganzen Tag über. Grundsätzlich und immer, die sind ein bisschen weicher und wirklich sehr, sehr klein. Ne? So kleine, süße Dreiecke haben wir hier. Er gönnt sich. Er mag das gerne. Der 11. Dezember, die erste Schnapszahl, könnte gegebenenfalls zu Diskussionen führen. Ich habe Pferdig. Pferd, Steckrübe und rote Beete. Hier haben wir eine Dose mit 200 Gramm drin enthalten. Genau, das ist Nassfutter und auch sowas wird Sammy wahrscheinlich sehr gerne mögen, ne? Oh, Halbzeit. Ich verliere die Behirschung. 100% Hirschhaut haben wir hier. Das dürfte ein etwas größerer Snack sein. Das ist klasse. Das ist auch mal für größere Hunde echt gut, ne? Und hier steht jetzt nicht drauf, wie viel hier drin ist. Das finde ich schade. Ist wahrscheinlich überklebt oder so. Keine Ahnung. Ja, das gucken wir uns natürlich auch mal an. Oh, okay. Ich nehme mal ein etwas kleineres raus. Man hat da auch größere Stückchen drin, ne? Das sieht einmal so aus und das ist halt einfach hier schaut. Und da hat Sammy jetzt, glaube ich, ein bisschen länger was dran zu knabbern, wa? Er schnuppert erstmal vorsichtig. Und da sind teilweise halt auch echt große Stückchen drin. Das ist natürlich richtig nice. Und während der Mann da vor sich hin schnabuliert, machen wir hier so unter uns ein bisschen weiter. Heimlich, still und leise. Am 13. Dezember wird es ganz schön edel. Happy Hammer Holidays. Dorsch und feine Hummernote haben wir hier drin. Das sind 70 Gramm. Und das sind auch wieder Snacks, dass er da einfach so, dass die Hunde da so einen kleinen Snack zwischen durchbekommen oder Trainingssnacks quasi. Auch am 14. Dezember habe ich hier etwas als Snack drin enthalten. Lambazamba, Lamm und extra, das hatten wir doch schon. Ja, das wiederholt sich jetzt leider wieder. Schade, da hätte ich schon gedacht, dass die hier 24 unterschiedliche Produkte reinpacken, ne? Da sind 100 Gramm auch wieder drin. Am 15. Dezember gibt es einen Bauchpinsler, Magen und Verdauung. Das ist natürlich auch sehr, sehr schön. Hier sind 80 Gramm drin enthalten. Ja, wenn die Tiere oder die Hunde dann halt so viel hier durcheinander futtern, dann kann sowas auf jeden Fall nicht schaden. Und Monsieur ist fertig. Das ist so ein krasser, kleiner Schnabulierer, ich sag's euch. Dann zoome ich euch mal wieder raus, dass wir Sammys Schnauze gleich wiedersehen. Hm? Ja, moin.
Du Räuber. Frauchen, einfach so ein paar Snacks an dir vorbeigeschleust. Eiskalt. Am 16. Dezember haben wir auf der Pfirsch Hirsch, Pastinake und Heidelbeeren wieder 200 Gramm als Dose drin enthalten. Also auch hier wieder Nassfutter. Ist eigentlich ein ganz guter Mix, ne? Dass man hier sowohl halt Hauptfutter als auch Nassfutter hat. Nö, das finde ich gut. Also gerade bei Nassfutter kann man ja auch mal ein bisschen switchen. Bei Trockenfutter machen wir das sehr selten. Da haben wir halt eine Marke und da bleiben wir auch immer bei. Eine Woche vor Heiligabend haben wir dann exklusiver Insektempfang. Lol. Insekten und extra Gemüse mit Tapioca und Kürbis. Ich glaube, das hatte Sammy auch schon mal irgendwo in einer Box mit drin. Das sind 100 Gramm. Ja, ich habe ihm versprochen, dass wenn wir hier zusammen Unboxings machen, dass ich auch alles aufreiße. Es sei denn, ich kann so ein bisschen an ihm vorbeischleusen. Ach, das ist wieder sehr, sehr klein. Sammy, komm mal hier näher hin, dass man deine süße kleine Nase sieht. Also die sind wirklich winzig klein, ne? Das ist zum Training wahrscheinlich super, aber ja, für Sammy ist es halt so, ja, ich atme das mal eben ein und will mehr. Das ist schade. Also hätte man vielleicht einen Adventskalender für große und für kleine Hunde separat machen können, ne? Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Hier habe ich 90 Gramm von 100% lecker mit 100% Huhn drin enthalten. Ja, Hühnchen ist eigentlich immer eine ganz gute Sache bei ihm. Mag er. Also, was erzähle ich hier? Im Prinzip glaube ich, dass er wirklich irgendwie alles mag. Auch das wieder sehr klein und sehr, sehr weich. Das finde ich positiv. Komm mal hier hin. Du kriegst es jetzt immer nur da. So schauen die aus. Auch wieder sehr, sehr klein, aber dafür sehr, sehr weich, ne? Die mag er, glaube ich, mit am liebsten jetzt aktuell hier. Am 19. Dezember haben wir eine schnelle Forelle drin. Leckerstes Forellenpaté. Genau, das ist einmal dieses hier. Und da sind 100% Forelle drin enthalten. Auch hier 100 Gramm. Ja. Genau. Und das ist bis 21.04. nächsten Jahres haltbar. Ich möchte an dieser Stelle übrigens anmerken, dass der Adventskalender offensichtlich für Linkshänder gemacht ist, weil die Kläppchen gehen immer an der linken Seite auf. Ich bin Rechtshänder. Ich mag das normalerweise eher so von der rechten Seite. Ist das Mimimi? Ein bisschen. Herzlich willkommen im 20er-Bereich. Hier haben wir auch wieder Nassfutter drin. So sehen Ziege aus. Ziege, Apfel, Fenchel und Spinat mit 200 Gramm haben wir hier als Nassfutter drin. Ich persönlich finde jetzt aktuell auch so ein bisschen, dass die das hätten besser aufteilen können. Also ich brauche jetzt nicht zwei Nassfutter-Geschichten hintereinander, ne? Also dass man halt irgendwie immer ein Snack, ein Nassfutter, ein Snack, ein Tool, ein Snack, ein, ne? Sowas hat. Ich glaube, das kommt auch schöner für die Hunde. Das geht auf von der rechten Seite. Aua! Am 21. Dezember haben wir wieder Ente gut, alles gut drin. Das hatten wir ja eben schon mal drin enthalten. Ja, wirklich schade, ne? Dass man hier die Doppelung hat. Aber natürlich darf Sammy das nochmal probieren. Das ist übrigens bis 4.12.2025 haltbar. Und du bekommst das hier oben übrigens. Ganz vorsichtig. Ganz vorsichtig, junger Mann. Hab's. Ja, man möchte ein bisschen seine kleine Schnauze sehen, ne? Zwei Tage vor Heiligabend haben wir hier Fisch im Kopf, noch ganz Fisch im Kopf mit Fisch und extra Gemüse und Pastinake drin. Auch das kommt mir bekannt vor. Ja, das hatten wir auch schon hier drin. Also da wiederholen sich jetzt vor Heiligabend noch ein paar Geschichten. Genau, die waren auch ein bisschen weicher, aber auch winzig klein. Da denkt sich Sammy, ich brauche mehr. Viel mehr. Aber er findet das super lecker, das merke ich gerade. Einen Tag vor Heiligabend habe ich hier in Zähne setzen, Zähne und Maulhygiene. Ja, okay. Also das ist, das sind halt so, ne, für gute Zähne, solche Sachen. Ich weiß gar nicht, kannst du da auch mehrere von essen? Zwei Snacks pro Tag, Fütterungsempfehlung. Wobei, nee, ein Snack pro Tag bei 5 bis 25 Kilo. So schwer bist du jetzt auch nicht, ne? Nö. Da darfst du aber auch mal einen von probieren, ob du das überhaupt magst. Denn normalerweise ist Sammy nicht so für diese Zahnreinigungs-irgendwas also zu haben. Weiß ich nicht, muss mal probieren. Ach, interessant, er frisst es trotzdem. Das ist auch mal was Besonderes hier. Okay, Chapeau, Tails and Tails, ne? Normalerweise frisst Sammy sowas nicht. Und jetzt kommen wir mal zu Heiligabend, dem Highlight des Adventskalenders. Oh, das finde ich schön. Auch hier haben wir für große Hunde geeignetes drin. Garantiert keine Lammeweile. 100% Lammkopfhaut. Finde ich super cool. 140 Gramm sind hier drin enthalten. Und da hat der Hund natürlich ein bisschen mehr dran, ne? Willst du auch haben, ne? Das ist gar keine Frage. Aufreißen, her damit. Ah, mal gucken. Was meinst du? Erstmal schnuppern.
anlecken. Also da haben wir auch solche, ne, knack, das war die Hüfte, etwas größeren Stückchen drin. Und er geht damit stiften. Ja. Ach, da vorne liegt er jetzt. Ist doch auch mal eine schöne Sache. Nee, also finde ich auf jeden Fall einen sehr, sehr schönen Adventskalender für Hunde. Ne? Schade wirklich, dass man hier das ein oder andere als Doppelung mit dabei hat. Also hätten die das nicht gemacht, hätte ich den jetzt wirklich lobeshymnentechnisch positiv hervorgehoben. Ein paar Doppelungen, das finde ich wirklich schade. Ansonsten ist es ein schöner Adventskalender, wenn man seinem Hund einfach, also einfach mal, nee, wenn man ihm richtig hart was gönnen möchte. Weil ich glaube, dass es halt einfach ein recht hochpreisiger Adventskalender ist. Ja, wir haben hier ein paar Tools auch mit dabei, ein paar Nicht-Hundefutter-Sachen. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen bekommt man hier schon was Gutes für sein Geld. Ich habe das ja mal so grob nachgerechnet. Und ich glaube schon, dass Sammy damit seine Freude haben wird und dass es auch einfach eine gute Sache ist. Natürlich kann man solche Adventskalender auch selber zusammenstellen. Aber ich finde den eigentlich ganz gut, ne? Also gut geeignet für Hundeliebhaber. Würde ihn empfehlen. Er ist aber ein bisschen teurer. Das darf man nicht vergessen. Aber Tales and Tales ist generell relativ hochpreisig, finde ich. Wenn ich aber drüber nachdenke, dass ich mir selber teilweise Adventskalender für 200 Euro oder so kaufe, dann ist es doch vollkommen in Ordnung, wenn man seinem Hund halt auch mal was in dem Preissegment gönnt, auch wenn das echt nicht günstig ist, aber ich glaube, er wird damit sehr, sehr glücklich werden. Ich meine, im Prinzip sind es ja 5 Euro pro Tag, die man dann ja bei dem Adventskalender für den Hund hat. Das ist relativ viel, muss man wirklich sagen. Und jetzt krabbelt ein Marienkäfer über meine Kamera. Okay, ja, ich bin sehr tierlieb offensichtlich. Hm? Ihr Lieben, schreibt mir aber gerne mal eure Meinung in die Kommentare. Natürlich gibt es auch günstigere Adventskalender, aber ich finde, dieser hier ist schon sehr, sehr hochwertig gefüllt. Ne? Ihr Lieben, das wäre es hier von mir gewesen. Wenn es dir hier gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.